Hey Leute, willkommen zurück zu Feed the Deep. Dann machen wir auch direkt weiter. Und ich habe auch schon überlegt, ich habe ja noch diese zwei Leinen, mit denen ich mir einen Weg markieren kann. Ich glaube, das war das. Genau, das war hier. Das waren die Dinger. Die Führungslinie oder Führungsleine. Aber ich weiß jetzt, ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich das hier machen sollte in der Höhle oder vielleicht für mir die für nochmal für andere Höhlen aufhebe. Deswegen, das ist so ein bisschen. Ich habe die Dinger zwar, aber ich kann mich. Das ist wieder dieses. Ja, man bekommt Items und dann überlegt man sich, okay, wann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die zu benutzen? Und am Ende ist man an dem Punkt, man benutzt sie gar nicht. Aber man hatte sie zumindest. So. Okay, das war hier. Ich muss noch mal gucken. Das ist jetzt auch schon wieder 24 Stunden her, seit ich das zuletzt gespielt habe. Dafür wäre das natürlich ganz gut. Aber wir haben jetzt auch nur zwei Dinger davon. Und eigentlich ist das ja ganz einfach. Wir mussten ja einfach nur hier rechts runter und dann links und dann hoch so ein bisschen. Und dann sind wir auch schon wieder hier. Wir haben jetzt noch einen Schuss. Wir haben da unten Schlüssel. Ich würde fast sagen, wir nehmen jetzt die zwei Kisten noch mit, die zwei Schlüssel und da unten war noch eine Bombe. Und dann gucken wir mal. Das war jetzt nicht. Okay, das ist vielleicht eine blöde Idee. Wenn da ein Monster drin ist. Wir hatten jetzt Glück, eine war leer. Okay, das war jetzt auch nicht sonderlich clever. Aber gut. So, dann nehmen wir erstmal die Kugeln, weil die sind schon wichtig. Aber bisher kommen wir ja auch eigentlich ganz gut ohne zusätzlichen Sauerstoff aus. Ich muss nur schauen, dass ich immer genug hier Kugeln in der Hinterhand habe und nach Möglichkeit die nicht für andere Sachen ausgebe, die ich nicht wirklich brauche. Allein damit ist man, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt. Und wir haben auch hier schon diese Fleischmasse. Bräuchten halt noch ein bisschen davon, aber das wird halt auch langsam so ein bisschen. Ich weiß nicht, könnt ihr jetzt auch sagen, hey, wir leuchten mehr oder wir können mehr Gegenstände schleppen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ich glaube, das mache ich jetzt sogar mal, weil wir brauchen jetzt schon 16. Und ich glaube, das war jetzt so schnell nicht an 16 Gold kommen. So, jetzt kaufen wir uns hier auch noch mal Sauerstoff. Es ist doch ein bisschen entspannter, als ich befürchtet hatte. Gut, es ist so ein subtiler Druck im Hintergrund, weil man braucht halt immer diese Kugeln, um an Sauerstoff zu kommen. Aber bis hierhin ist das noch ganz entspannt. Aber dann denkt man halt auch immer, okay, was passiert denn, wenn ich irgendwann keine Kugel mehr habe? So, da warst du. Da ist auch nichts auf der Seite. Da haben wir die Bomben. Nein! Verdammt! Ah, Mist! Da mich noch eins, da war ich echt zu schnell. Ich hatte gehofft, da wird es noch so weitergehen. Das ist ja überhaupt nicht unheimlich. Und dann noch diese Geräusche dabei. Ja gut, hier. Vielleicht, also wenn die Bomben da schon liegen. Gut, diese ganzen Höhlen sind halt zufallsgeneriert, aber wenn die da schon liegen, dann werde ich die vielleicht auch brauchen müssen. Ich bin mir da noch nicht sicher. Will ich die denn schon mitnehmen? Ich lasse die da erstmal noch liegen, auch wenn wir da nochmal zurück müssen. Wir gucken erstmal auf der anderen Seite. Und kann ich mir denn hier nicht nochmal anzeigen lassen, was ich denn genau alles machen muss? Das sehe ich halt, bevor ich das Spiel lade, aber jetzt im Spiel nicht mehr. Weil bisher stand das da ja auch noch immer dran. Aber wir machen erstmal. Wir machen erstmal so weiter. Kisten haben wir jetzt nicht. Da gibt es noch eine Kugel. Wir haben immer noch 83% Sauerstoff. Und hier liegen die ganzen restlichen Kisten. Da war auch nichts weiter. Dann waren wir jetzt, also ich glaube, wir waren jetzt auf der rechten Seite überall. Und hier ist, glaube ich, auch Ende, ne? Dann waren wir hier auch überall. Jetzt ist halt die Frage. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir denn jetzt? Also, wir müssen auf jeden Fall noch mal raus und wir müssen eventuell auch mal schauen, dass wir dann noch. Ich will mal ganz kurz was gucken hier. Das war nicht leu. Also, wir müssen.
uns nicht um den Druck kümmern. Das ist schon mal ganz gut soweit. Ich glaube, ja, ich könnte jetzt noch mal zurück und doch die Bombe mitnehmen. Ich hatte gehofft, das wird hier noch mal weitergehen, aber das tut es halt nicht. Ich könnte, ist halt auch die Frage, benutze ich die? Ich würde die Bomben jetzt hier auch nicht benutzen, weil es sah auch nicht so aus, als ob da noch irgendwas ist. Ich könnte mich jetzt täuschen, aber die Dinger lasse ich auch erstmal liegen. Wir gucken erstmal. 69%. Ja, ich hoffe, das reicht. Das hier ist ja im Prinzip auf der rechten Seite. Dann haben wir da auch alles abgeklappert. Das Buch hatten wir, glaube ich, auch schon. Hier noch so eine Kiste. War die jetzt... Die leuchtet nicht mehr. Ich glaube, da haben wir schon... glaube ich, geguckt. So, hier haben wir jetzt auch eine Kiste. Da noch sowas und da noch mehr Zeug. Aber das müsste... Das reicht noch. So, wenn ich die jetzt noch mitnehme, sind wir schon langsamer unterwegs. Ja, aber das müsste eigentlich... Wir haben noch 60%. Jetzt müsste ich... Also es müsste eigentlich hier oben dann irgendwo sein. Okay, hier nicht. Gut, das passt jetzt aber. Was ist denn jetzt mit der Kiste da oben? Was war denn nochmal mit der Kiste? So, wir gucken erstmal. Wir kaufen einfach mal so einen Schlüssel. Hä? Moment. Ich hätte gerne... Ach, da oben. So, jetzt ganz vorsichtig. Gesundheit wieder bekommen. Gut, wir haben jetzt erst ein Leben verloren. Verhindert den Angriff einer Kreatur einmal. Das ist auch ganz cool. Oder Munition. Ich würde sogar sagen, ganz ehrlich, da nehme ich Munition. Wir haben noch genug Leben. So, dann haben wir die Munition. Dann können wir einfach mal... Also, die Ausbeute, was diese Kisten angeht, ist bisher echt mager. Eine Kreatur. Ja, das ist auch schon wieder super. Wir schmeißen die einfach mal hier hin. Bleibt die da hoffentlich liegen. 38% haben wir. Gut, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall erst noch mal Sauerstoff kaufen. Und ich muss mich jetzt auf jeden Fall erstmal noch wieder orientieren. Weil wir haben doch jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen Zeit in der Höhle verbracht. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet. Brauche ich hierfür vielleicht wieder so ein Druckupgrade? So, Kugeln sind schon mal eine super Sache. Wir machen das jetzt einfach so. Sollte ich noch einmal Schaden bekommen, dann hole ich mir auch so ein... Dann hole ich mir die Heilung. So. Na komm schon. Einmal rum. Da haben wir nämlich noch den Schlüssel. Dann machen wir die Kiste auch eben auf. Noch mehr Kugeln. Ich nehme jetzt hier auf absolut Nummer sicher. Und das ist auch noch ein großes Kugelpaket.
Das heißt, wir können das hier auch alles wieder ein bisschen entspannter angehen. So, dann haben wir die schon alle. Wir haben auch 4 Schuss. Also, wir können da auch gleich... Jetzt haben wir hier auch noch 3 Sachen. Dann nehmen wir die erstmal mit und schwimmen nochmal zurück, weil der Weg ist jetzt eh nicht so weit. 40 Kugeln, 81% Sauerstoff oder Luft. Man muss halt mit den Dingern hier echt aufpassen. Wenn da irgendwas dunkel ist und die blasen einen irgendwo hin. Ja, das wollte ich jetzt noch nicht. So. Einmal zerstören. Die Kisten lasse ich jetzt Kisten sein, weil ganz ehrlich, die Ausbeute war ja bisher absoluter Mist. Wow, das sind schon wieder extrem viele Sachen. Ja, ich könnte halt auch sagen, ich sammle die jetzt erstmal nicht ein, sondern wir gucken weiter. Aber ich hätte auch gern noch so ein Sauerstoff-Upgrade. Das wäre halt schon wirklich, wirklich nett. Bei diesen Stellen ist das natürlich schon ein bisschen blöd. Es sei denn, die kommen aus der richtigen Richtung. So, war das jetzt hier hoch oder noch weiter rechts? Ich befürchte, das war eventuell... Weil das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ich schleppe das jetzt auch alles mit, auch wenn ich viel langsamer bin, einfach weil ich jetzt, wenn ich nochmal hin und her schwimme, ich glaube, dann macht das wahrscheinlich auch keinen großen Unterschied von der Zeit. So, dann haben wir auch 22. Das heißt, wir holen uns direkt das hier. Das ist wirklich das allererste, was ich mir immer hole. Und Herzen brauchen wir jetzt noch nicht. Die anderen Sachen sind auch nicht so interessant. Schlüssel brauchen wir nicht. Schleppkraft wäre halt noch... Wäre nicht verkehrt. Ich nehme jetzt hier einmal Lichter. Es ist halt die Frage, ob ich hier mit den paar Prozent... Was heißt paar Prozent? Wir haben noch 2/3 eben gehabt. Nochmal auf die Seite möchte. Aber wir gucken einfach mal. Das müsste ja reichen. Also wenn ich so bei 40-30% umdrehe, müsste... Oh Gott, ja, immer noch reichen. Hau bloß ab. Gut, und dann müssen wir uns jetzt mal überlegen, wollen wir jetzt erstmal auf der Seite hier schauen oder auf der linken so. Das machen wir auch schon kaputt. Dann haben wir da noch eine Kiste und hier noch ein paar andere Sachen. Ja, das passt erstmal. Dann nehmen wir die auch direkt alle mit. Also ich bin jetzt hier super vorsichtig. Die Kisten werde ich jetzt, glaube ich, erstmal ignorieren, weil die dann immer mitschleppen, das kostet halt so viel Zeit und die Ausbeute. Also was da bisher drin war, das war halt schon ziemlich mager. Und das kostet dann auch wieder nur Gold. Dann hole ich mir lieber so normale Upgrades dafür, glaube ich. Bevor ich hier so ein bisschen Gambling betreibe, ist mir das alles zu... Das ist mir alles zu unkalkulierbar, so. Wir brauchen so einen Schlüssel. Gut, dann kaufen wir den. Dann kriegen wir vielleicht hier noch mehr Kugeln. Ach, da oben steht das ja auch. Ja, das war auch okay von der Ausbeute. Wir müssen jetzt auch nur noch die Tiefe füttern. Ich hätte eigentlich ja, hätte ich direkt mitnehmen müssen. Ich glaube, das hätte ich schon direkt mitnehmen müssen. Weil jetzt liegt das da in der Höhle. Und so wie ich mich kenne, bis zum nächsten Video dann. Ich glaube zwar nicht, dass ich das vergesse, aber ich hole die jetzt trotzdem erst nochmal. Das Chum. Und die Dinger... Ich
Kann ich, glaube ich, erstmal nicht so wirklich gebrauchen. So, die Frage ist halt, was machen wir jetzt hiermit? Ich würde ja fast sagen, wir legen das erstmal da oben hin zu den anderen Sachen. Und schauen uns weiter um. Und wenn wir da irgendwo die Tiefe schon finden, ist das ja auch kein Thema eigentlich. Dann können wir ganz easy einmal zurückschwimmen. Sollte kein Problem sein. So, du bleibst jetzt da liegen. Und ich würde jetzt erst noch mal hier auf der linken Seite schauen. Da war das. Hier oben haben wir... Wir gucken uns jetzt mal erstmal den oberen Teil hier nochmal an. Das ist halt schon so mies gemacht mit den Schatten, weil da könnte immer irgendwie was hinter sein. Wobei die Viecher sind eigentlich relativ lang. Also ich glaube nicht, dass man die so schnell dann auch übersieht. Gut, wir haben links eine Höhle, wir haben rechts eine Höhle. Die Höhle lassen wir erstmal Höhle sein und dann gucken wir... Einfach erst noch mal hier so ein bisschen. Da haben wir noch so eine Kiste. Ist jetzt erstmal nicht so interessant. Die Sachen nehmen wir alle mit. Da haben wir noch Gold. Da geht es nicht weiter. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann haben wir hier noch eine Kiste. Und ja, dann nehmen wir erstmal die Sachen mit. Hier waren halt diese drei Kisten. Da kann man sich halt auch ein bisschen dran orientieren. Dann brauche ich ja auch diese Leinen da nicht. Die so ein bisschen als Wegweiser dann dienen. Sondern kann einfach sagen, hey, da liegen drei Kisten an der Stelle. Dann weiß ich ungefähr, wo ich bin. Dann nutze ich die Kisten halt so. Wobei, ich könnte ja auch immer die geöffneten dann da hinlegen. Aber ist jetzt auch egal. Gut, 20 nehmen wir auf jeden Fall. Und wir brauchen wieder einen Schlüssel. Yay. Komm schon. Geht doch. Und jetzt haben wir dann noch so Leinen. Das sieht ja auch sehr interessant aus. War das da vorher schon? Dieses Graffiti. Wir tauchen jetzt hier einfach mal über die linke Seite und dann würde ich sagen, hier war noch nicht die Höhle. Hier waren diese Blasen. Da waren die drei Kisten. Und das Gute ist, die sieht man dann halt auch noch im Dunkeln. Genau, da war die Höhle. Dann gucken wir, glaube ich, erstmal auf der Seite hier unten, auf der linken Seite. Ob hier noch irgend... Nee, okay, da war das Ende, genau. Dann war hier auch nichts mehr. Dann könnten wir jetzt sagen, dass wir nächstes Mal in die Höhle links gehen oder dass wir eventuell hier unten erst nochmal schauen, ob das hier noch weiter runter geht. Ob da vielleicht auch noch irgendwo eine Höhle ist, beziehungsweise ob wir hier noch so ein paar Sachen finden. Hier haben wir noch was zu lesen. Okay. Meldung. Verwüstung durch Seeungeheuer in schwimmenden Städten. Mehrere schwimmende Städte liegen nach einer Reihe von Angriffen durch unidentifizierte Seeungeheuer in Trümmern. Es hat die Pfeiler wie Zahnstocher zerquetscht, sagte ein Überlebender mit zitternder Stimme. Es war, als wüsste es genau, wo es zuschlagen muss. Rettungsmannschaften kämpfen darum, Überlebende zu evakuieren und Hilfe zu leisten. Die schwimmenden Städte sollten die Lösung sein. Wir können nicht einfach gehen. Es gibt keinen anderen Ort, so eine Frau. Okay, dann würde ich mich ja direkt mal fragen, was ist denn da passiert, dass es keinen anderen Ort mehr gibt? Steht alles unter Wasser oder wie? Gibt es keine Landmasse mehr oder wie darf ich mir das vorstellen? Oder irgendeine Seuche?
Mal gucken, vielleicht, also da fehlen noch so viele Seiten, das ist aber auch interessant, ne? Da fehlen noch so viele Seiten und wir sind jetzt schon in der dritten, glaube ich, Expedition von 5. Wo wird man die denn dann bloß finden? Gut, wir haben jetzt so viel, ich würde sagen, da unten war, glaube ich, nichts mehr, wenn ich nichts übersehen habe. Wir tanken nächstes Mal Sauerstoff und dann geht's in die linke Höhle und gucken, wir gucken dann mal. Ist halt die Frage, ob wir das hier dann schon direkt mitnehmen. Hm, vielleicht nehme ich das sogar schon mit. Kann das jetzt schon mal so nehmen. Und dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.